Es ist fast nur Autobahn zu fahren. Diese ist nicht übervoll und somit kommen die beiden sehr gut an diesem Tag weiter. Der Camping La Ville Ferme, der alte Bauernhof, liegt etwas außerhalb von Antibes, ist aber gut zu finden. Er liegt 1 Kilometer vom Meer entfernt, genau zwischen Nizza und Cannes, mitten in einem 110 Hektar großen Naturpark. Die 119 Stellplätze, teilweise schattig, sind leicht zugänglich und durch grüne Hecken voneinander getrennt. Und nach dem Einchecken ist das Ganze, wie Pascal es immer nennt, dispositiv, in 10 Minuten aufgebaut und Antibes kann erkundet werden. Das Wahrzeichen und gleichzeitig einer der großen Anziehungspunkte der Stadt Antibes, die sich an der Côte d'Azur direkt am Meer befindet, ist das Fort Carré. Das Fort Carré besteht aus einem großen Mittelturm und 4 kleineren Basteien. Umgeben ist die gesamte Festung von einem breiten Wassergraben. Gebaut wurde das Fort Carré im Jahre 1553, an der Stelle, an der zuvor die Kapelle Saint-Laurent gestanden hatte. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Festung immer wieder erweitert und ausgebaut, um sie möglichst sicher vor feindlichen Eindringlingen zu machen. Das Fort Carré dient zudem auch als Gefängnis. Unter anderem wurde hier bereits Napoleon einige Zeit als Gefangener festgehalten. Um das Fort ist ein Spazierweg entlang des Meeres angelegt. Bei der steifen Brise an diesem Tag ist das Meer ruhig. Einige genießen diese Naturkulisse, um zu entspannen. Die Bucht um Antibes in Richtung Nizza liegt noch etwas im morgendlichen Nebel. Die Ausläufer der maritimen Alpen sind zu sehen. Auf dessen Bergspitzen liegen noch Schneemassen Anfang April. Im Rhythmus von 5 Minuten fliegen Passagiermaschinen den Flughafen von Nizza an, der 10 Kilometer entfernt liegt. Auch der See- und Yachthafen Port Vauban, der als einer der größten Yachthäfen Europas gilt, ist ein beliebter Anlaufpunkt. Hier liegen vor allem die Reichen und Schönen dieser Welt mit ihren Luxusjachten vor Anker. In der Antike gehörte Antibes noch unter dem Namen Antipolis zu Griechenland und griechische Händler waren es, die den Naturhafen als Standort auf ihren Handelsrouten festlegten. Heute konkurrieren die mächtigen Festungswälle mit den millionenschweren Luxusjachten und geben Antibes ein ganz besonderes Flair. Viele Bootsreparaturfirmen haben sich hier angesiedelt. Über die Balustrade der Befestigungsmauer geht es in Richtung der 8 Meter hohen Buchstabenskulptur des spanischen Künstlers Juan Pienza. Diese Metallkonstruktion aus dem Jahre 2007 besteht aus Buchstaben, die zusammengeschweißt sind. Es zeigt den imaginären Blick in die Größe des Mittelmeeres. Im heftigen Wind wackelt der Kopf hin und her. Läuft man vom Hafen aus in Richtung Altstadt, so sieht man die gut erhaltene, beeindruckende Stadtmauer aus alten Zeiten. Das Lieblingsspiel der Franzosen, Pétanque. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Südfrankreich erfunden. Pétanque ist ein dem Boule-Spiel zugeordneter Präzisionssport.
Dabei versuchen zwei Mannschaften, eine bestimmte Anzahl von Kugeln so nah wie möglich an eine vorher ausgeworfene Zielkugel zu werfen. Vor dem Stadttor sind die Fischverkaufsstände. Leider sind diese schon um 12 Uhr ausverkauft und somit geschlossen. Bereits 600 Jahre vor Christus wurde Marseille vom griechischen Kolonisten gegründet. Im 4. Jahrhundert vor Christus richteten genau diese Griechen in Antibes eine Handelsstation ein. Zu jener Zeit hieß Antibes noch Antipolis. Damit ist Antibes in der Tat eine der ältesten Städte an der Côte d'Azur. Zur Zeit des Imperiums Romanum wurde Antibes von den Römern weiter ausgebaut. Später wurde Antibes gar Bischofssitz. Im Jahre 1386 fiel Antibes in den Besitz der Grimaldi und wurde erst im 16. Jahrhundert an Frankreich verkauft. Der französische König baute sodann Antibes zu einer Festung gegen das benachbarte Savoyen aus. Am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte Antibes einen großen Aufstieg, da sich zahlreiche Künstler und Schriftsteller in der Stadt niederließen. Deren berühmtester sollte Picasso sein. Hier findet man das Château Grimaldi. Es wurde erst nach 1946 zu einem Museum für moderne Kunst, stammt aber ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert. In der Zeit zwischen 1385 bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts war es im Besitz von Mitgliedern der Familie Grimaldi, einem Adelsgeschlecht, dessen wichtigster Zweig heute das Fürstentum Monaco regiert. Nach ihnen übernahm es die französische Krone und das Schloss wurde unter anderem Sitz des Gouverneurs, Rathaus und Kaserne. Mitten der 20er Jahre des zurückliegenden Jahrhunderts begann seine Nutzung als Museum, die im Dezember des Jahres 1966 mit der Eröffnung des Picasso-Museums ihren Höhepunkt fand. Leider beging der Künstler aufgrund von künstlerischen Zweifeln und Depressionen in Antibes Selbstmord. Einige der Exponate sind außen ausgestellt. Gleich nebenan ist die Kathedrale Notre-Dame de la Platea. Der Glockenturm, der hoch herausragt in der Altstadt, ist aus dem 12. Jahrhundert. Man kann sehr gut die Inschrift der Glocken sehen. Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten in Antibes zählt die Kathedrale der Stadt. Sie lädt zu einem Besuch ein mit einem Rosenkranzaltar aus dem 16. Jahrhundert. Der provinzialische Markt in der Altstadt von Antibes bietet Erzeugnisse der Region an und hat sich ebenso wie die Altstadt von Antibes selbst eine Ursprünglichkeit bewahrt, die ansonsten in den touristischen Zentren an der Côte d'Azur nur selten anzutreffen ist. Um 13 Uhr endet das bunte Treiben und anschließend kann man in den umliegenden Restaurants günstig zu Mittag essen. Die mittelalterlich geprägte Altstadt mit seinen vielen engen Gassen wird täglich von zahlreichen Einheimischen und Touristen besucht. Die Reichen und Schönen geben sich hier die Klinke in die Hand und in den engen, verwinkelten Wegen finden sich exzellente Restaurants und Cafés. Aber das Fischerdörfchen hat sich seinen alten Charme bewahrt. Im Hochsommer schützt gerade die Enge der Gassen vor der Hitze.
Die Gassen münden immer wieder in kleine Plätze wie den Place National. An diesen Plätzen gibt es nette Cafés und Restaurants. Am Donnerstag und am Samstag findet man dort vormittags Kleidermärkte bzw. Flohmärkte. Seine wunderschöne Altstadt mit den engen Gässchen versprüht geradezu französischen Charme. Zurück ans Meer. Schön ist es, entlang diesen Stadtmauern zu laufen. Die Strände laden zum Sonnenbaden und Genießen ein. Der Strand in der Bucht von Antibes ist weniger mondän, dafür aber umso romantischer. Oberhalb der Bucht ist die Notre-Dame des Bonpons zu sehen. Die Kirche ist sehr verbunden mit der Seefahrt. Am Kap selber, Le Sentier du Littoral, von wo aus man herrliche Wanderungen entlang des Meeres unternehmen kann. Am Nachmittag ist eine Segelschule in der Bucht vom Golf Juan. Ein Motorboot überwacht das Ganze. Zurück zum Camping.